Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und wir haben diese hier. Die sind richtig scheiße. Not because he's good, but because he's crazy. Ja, der kann uns alles in die Luft sprengen. Deswegen nehmen wir mal die Tall Nuts mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit natürlich. Die nehmen wir mit. Die können wir mal ausprobieren. Und was nehmen wir denn noch mit? Ich weiß es nicht. Was ist denn noch praktisch? Die ist praktisch. Oh, jetzt haben wir noch einen Platz frei. Einen Platz frei. Die Potato Mean. Die Potato Mean. Ach, verdammt. Dann nehmen wir die weg und nehmen die her. Gut. Zack. Ready. Set. Plant. So, hinten lassen wir direkt eine Lane frei. Und vorne setzen wir direkt diese hin. Schießen die eigentlich auch, wenn sie nichts sehen? Das würde ich mich gerade mal für interessieren. Weil eben haben sie, glaube ich, nicht geschossen, solange sie nichts gesehen haben. Kann das sein? Das wäre ja mal interessant. Also, es wäre scheiße, aber trotzdem wäre es interessant. Jetzt kommen nämlich zwei Waves. Das habe ich in der letzten Folge schon angekündigt. Dass diese Folge vielleicht etwas länger wird und deswegen war die letzte etwas kürzer. Ist ja aber alles nicht so schlimm. Ich müsste jetzt hinten so langsam echt mal Kartoffelminen hinsetzen. Nö, schießt eigentlich auch schon, wenn er sie nicht sieht. Okay, das ist super. Hinten müssen Kartoffelminen hin. Das kann ich nicht anders machen einfach. So, der Kopf ist ab. Hier mehr Sonnenshrooms. Hier müssen dann die... Jetzt habe ich die gar nicht. Wie viel kosten die denn? 125. Ist ja doof, dass der Nebel hier das so bedeckt war. Ich weiß ja, was das kostet. Okay. Hier müssen dann die Starfruits hin. Hier so. Wieso kann der den anknabbern? Was hat denn der für eine Range, Alter? WTF. Na gut, wir können ja noch welche davor pflanzen. Ist ja alles kein Problem. So, hier hinter muss auch noch eine. So, hier muss noch eine hin. Hier muss noch eine hin. Weil dann können die sich rechargen und die können sich dann da hinten ausfahren. Wir haben natürlich jetzt begrenzte Möglichkeiten. Vom Platz her. Aber damit muss man zurechtkommen als guter Gärtner. Ding, ding, ding. So. Dann können wir gleich die nächste Kartoffelmine pflanzen. Hier nämlich. Und das ist auch, wenn die dann mal hinten durchbrechen sollten, was nicht passieren sollte, nach meinem Plan. Dann kann da trotzdem nichts passieren. In der Mitte könnte ich eigentlich... Weil die kann man nicht, glaube ich, auf Dings pflanzen. Ja, hier müssen jetzt langsam auch mal diese Dinger hin. Sonst mache ich mir nämlich ein paar Sorgen. Wenn wir hier mal so ein Ding schon mal hinmachen. Das wäre doch schon mal praktisch. So, hier hinten den noch hin. Weil, die Potato Minen kann man nicht da drauf pflanzen auf Lalipads. Das weiß ich, glaube ich, noch. Ist ja schon eine Weile her, wo ich das erste Mal durchgespielt habe. Da kann man sowas auch schon mal vergessen. Okay, die Sterne sind recht effektiv, so wie ich das sehe. Ich baue jetzt mal hier und hier schon mal einen hin. Wir probieren das gleiche mit den Kartoffelminen. Aber eigentlich braucht man da hinten auch keine, weil die sich ja hier nicht durchgraben können. Wir probieren das gerade mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Genau. Städter. Na egal. Dann können wir hier hinten noch ein paar Mini-Pilze, Mini-Sonnenpilze hinpflanzen. Hier bräuchten wir eine Tallnut. Jetzt sehen wir natürlich nichts. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber. Wir haben zu wenig Sonnenlicht. By the way. Boom! Jetzt haben sie sich da durchgefressen. Das ist ja nervig. Machen wir das so. Machen wir ein paar Sternis. Erinnert mich gerade an Onkel Bernies Butze irgendwie. So, hier noch einen kleinen Sonnenpilz. Und dann haben wir das. Gleich ist die erste Huge Wave. Dann können wir da schon mal...
Oh, das wird natürlich spannend. Spannend, spannend, spannend. A huge wave of zombies is approaching. Wir müssen mit Sternen arbeiten. Sonst wird das hier nichts. Ja, man könnte meinen, die sind... Okay, da steht eine Tornado oben. Da steht, da habe ich schon alles vorbereitet. Ist schon alles cool. Hier kann auch noch eine Starfruit hin. Wenn wir mit den Starfruits arbeiten, sind wir eigentlich recht safe. Dann kann eigentlich fast gar nichts passieren. Sprache und Stab. So, hier muss auch einer hin. Hier vor hätte ich gern auch noch eine Tall Nut. Wieso kann er denn nicht Dings machen? Ups. Da ist was explodiert, mein Freund. Okay, die Potato-Minen sind alle ausgefahren. Da kann weiter eigentlich nichts passieren. Das muss auch hin. Man sieht natürlich jetzt gar nichts, wenn die da durchbrechen. Das habe ich vielleicht nicht bedacht beim Bau. Bei der Errichtung dieses Vorgartens. Oder dieses Hintergartens, je nachdem. So. Hier muss auch eine Tornado hin. Jetzt dürften die eigentlich überall Tornados stehen. Es sei denn natürlich, die haben sich schon irgendwo durchgefressen, was ich aber nicht glaube. Hier muss noch eine hin. Da müssen auch überall eigentlich welche hin. Aber ich habe noch nicht... Ich habe eigentlich genug Sonnenlicht. Aber ich habe noch nicht genug Sterne zum Nachladen. So, und da muss jetzt einer hinkommen. Komm, 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 reloade, reloade. So. Dann sind wir doch eigentlich... Hier oben steht noch. Also da ist auch noch nichts angefressen worden, so wie ich das sehe. Ja, ist doch super. Und hier unten noch den weg. Und dann machen wir da noch einen Stern hin. Und dann sind wir sicher. Beide voll. Okay. Gleich kommt die Final Wave. Da noch eine Nuss hin. Super, super, super. Ich sollte mir das nächste Mal diese Laternen besorgen, glaube ich. Mit den Laternen wird es um... Also wird es um ein Vielfaches einfacher. So viel Sonnenlicht. Wow! Hilfe! Können wir noch... Hier können wir noch eigentlich ein paar entbehren. Da können wir noch ein paar Sternisse machen. Und im Prinzip schießen die Sterne ja sogar nach hinten. Also eigentlich sind die ja doppelt nützlich gegen diese Minen-Zombies. Ne, ich bin mal gespannt. So, jetzt ist die Final Wave. Final Wave. Wir können eigentlich hier kommen. Alter, ist was los hier. Alter, ist hier was los. Nom. Spadu. Also, wenn sie geklickt, sorry. Die erste Potato-Mine hat ihren Dienst erwiesen. Da kommt aber bestimmt noch einer. So. Oh, die erste Mine war weg. Oh, wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, das kann ich jetzt kurz erklären. Das ist ein Pumpkin, genau. Protects plants that are within its shell. Den kann man pflanzen und wenn man dann eine Pflanze da reinstellt, ist das wie wenn... Ja, wenn die Pflanze in einer Erdnuss stehen würde quasi. Also das ist, wirkt wie eine Erdnuss, wie so eine Protection. Nur halt für Pflanzen und nicht für eine ganze Lane. Aber das in Aktion sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.